Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 16. Wir machen uns auf den Weg zu Sids Grab, beziehungsweise zu Sids Vermächtnis, weil, keine Ahnung, wir wollen halt einfach dahin gehen. Wenn die Entwickler das wollen, dann machen wir das. Ich habe deine Worte noch im Ohr. Dass man vielleicht den Mund halten sollte, wenn dir niemand mehr zuhört. Aber eins sage ich dir, mein Freund. Hugo Kupka ist tot. Sein Schatten liegt nicht länger über uns. Ich wünschte, der Phönix hätte an dem Tag bei uns sein können. Er hätte vielleicht doch noch alles zum Guten gewendet. Nicht mal der Phönix kann Tote zurückbringen. Leben hat einen Anfang und ein Ende. Daher müssen wir jeden Moment auskosten. Doch nicht als Sklaven der Kristalle, als freie Menschen. Habt ihr gewartet? Charon, schön dich zu sehen. Ich dachte, ich schau mal, wie es euch allen so geht, bevor ich die Vorräte aufstocken gehe. Es war auch schon damals nicht die schönste Gegend. Es war aber nie so schlimm wie jetzt. Leider. Nichts hält die Pfeile auf. Nicht lange. Und es wird überall so aussehen wie hier. Unsere Mission bleibt unverändert. Wir kämpfen, bis alle Mutterkristalle zerstört sind und ihr Durst nach Äther mit ihnen. Der letzte, der in Sturm verbleibt, ist Drachenschweif im Kristalldominium. Unser nächstes Ziel. Auf nach Dichasia. Ist ja neuerdings die Hauptstadt des Kaiserreichs. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Wachen da rumlaufen werden. Wird euch zwar nicht aufhalten, aber ich werde das erstmal gut auskundschaften. Da hast du recht. Wenn ihr ins Dominium wollt, solltet ihr auch den Lulatsch mitnehmen. Götz? Hast du schon vergessen, dass du der meistgesuchte Mann auf beiden Kontinenten bist? Ich dachte, ihr könntet euch doch als Begleiter eines fahrenden Händlers ausgeben. Aber wenn ihr eine bessere Idee habt... Du wolltest dir Werkzeuge besorgen, oder nicht? Das ist deine Chance. Du lässt mich gehen? Mit denen? Danke, Tante! Lass das, du Grobian! Du brichst mir noch sämtliche Knochen! Es gibt eine Karawane, die verkehrt immer zwischen dem Dominium und den Bocklab-Märkten.
Sie gehört zur Händlergilde. Also zeigt einfach Götz Händlerpass vor und sie wird euch mitnehmen. Sich der anzuschließen ist sicherer, als den ganzen Kristallpass zu Fuß zu gehen. Das steht fest. Danke, Carol. Und schön, dass du mitkommst, Götz. Alles klar. Erst helfe ich Tante, dann treffe ich euch. Wir sehen uns unten in Bocklad. Lass los, meine armen Finger! Jill, du kommst mit mir. Verstanden. Und Gav? Bin schon unterwegs, Captain. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Hast du das gesehen, Sid? Dein Schützling hat sich wirklich zu einem prächtigen Geächteten gemausert. Ja gut, dann geht's als nächstes zur Lednikluft. Für die nächste Videosequenz. Grenzgänger. Wie geht es dir? Besser. Dank Taya. Das höre ich gern. Wir können sogar selber was machen. Torgal hat auch geholfen. Nicht wahr, Große? Und wir können sogar reiten. Wunderbar. Begib dich nach Bocklad. Sind wir überhaupt? Das ist auch eine Nebenquest. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich die als erstes erledigen. Früher war das hier eine vielbefahrene Handelsstraße. Bis die Republik eine breitere Straße angelegt und die Handelsroute verlegt hat. Diese hier hat man wohl den Gesetzlosen überlassen. Genau. Es dürften also noch mehr Geächtete unterwegs sein. Egal. Die sollen nur kommen, ich schlitz sie alle auf. Und auf dem Weg nehme ich auch die Items mit. Guck mal, Level 30 sind die Dinger. Da lohnt es sich sogar zu kämpfen. Wunderbar. Noch den hier. Ja, sind ja jetzt nicht wirklich Gegner, ne? Und 12 Gil. 210 EP, 18 Fertigkeitspunkte. Ist okay. Wir haben mal direkt eine Nebenquest. Sollen wir es wagen? Söldner. Wenn wir da... Also doch so schlimm, ja? Oh ja, da drin lauert Gefahr. Und zwar von der ganz üblen Sorte. Gibt es ein Problem? Ah, aber wie wär's mit diesem furchterregenden Krieger hier? Ob er der Aufgabe vielleicht gewachsen wäre? Wäre er garantiert, wenn er denn gewillt ist, uns zu helfen. Sei gegrüßt, Freund. Mein Bruder und ich wurden beauftragt, den Wagen eines Händlers zu suchen. Du hast nicht zufälligerweise irgendwo ein herrenloses Gefährt gesehen? Welcher Händler verliert denn seinen Wagen aus den Augen? Tja, der gute Mann dachte wohl, dass er von Goblins angegriffen wird. Und da hat er alles stehen und liegen lassen und ist abgehauen. Und wir sollen den Wagen jetzt holen, aber er ist nirgends zu finden. Ich bin zwar kein erfahrener Kämpfer, aber das riecht mir doch verdächtig nach Banditen. Ich fürchte, mein Bruder hat recht. Und diese Lumpen liegen garantiert noch irgendwo auf der Lauer. Da wette ich drauf. Wir beide haben zwar schon einiges erlebt, aber ich bezweifle, dass wir einen solchen Hinterhalt überstehen würden.
Du dagegen siehst aus wie jemand, der mit ein paar Strauchdieben locker fertig werden würde. Was sagst du? Hilfst du uns? Wahrscheinlich wirst du dich so oder so mit ihnen rumschlagen müssen, sobald du in diese Richtung weiterreist. Aber wenn du uns hilfst, bekommst du zumindest eine Belohnung dafür, dass du sie aus dem Weg räumst. Ja, wenn's sein muss. Komm, überspringen wir den Rest. Sag mir, was ich machen soll. Banditen bei Bocklat. 100 Meter, okay. Ambrosia, komm mal mit. Wir haben was zu erledigen. Aber wenn es hier wirklich Banditen gibt, kümmere ich mich lieber um sie. Bezwinge die Banditen, sehr gerne. Voila. Der Typ hier, einer der größeren Sorte, ha? Huh? Aber erstmal die Kleinen weg. Ja gut. Aha, machen wir das Gewitter. Hat mich trotzdem getroffen. Und eine Feuerramme, komm. Und so können wir ihn brechen. Genau. Was für neue Gegner nähern sich. Mamas Gewitter. Ja, dann halt so. Machen wir es halt so. Na komm. Ja, muss aber schon ein bisschen besser ausweichen, ne? Ja, da haben wir schon wieder die Hälfte. Na, komm, nur nicht ein bisschen. Oh. Ja, Gott, nochmal. Oh, guck mal, die anderen sind schon erledigt. Ja, easy. 720 EP. Nehme ich mit. Aber sowas von. Die werden erledigt. So. Fehlt noch der Wagen. Welcher Wagen? Ist hier drüber? Ah ne, ich muss es kaputt machen. Ah, guck mal hier. Das wird ein Albtraum, das alles hier wegzuschaffen. Na, da haben wir aber genau den richtigen Mann an Land gezogen, oder? Hat den Wagen gefunden und keinen einzigen von den Dreckskerlen entkommen lassen. Da wird sich unser Händler aber freuen. Und wie wollt ihr die ganzen Sachen jetzt hier wegbekommen? Das kriegen wir schon hin. Wir können doch nicht von dir verlangen, auch noch unsere Kohlköpfe zu schleppen. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Den Rest kannst du getrost unsere Sorge sein lassen. Hier. War schön mit dir. Und jetzt zisch ab. Nicht unhöflich werden, Bruder. Was, wenn wir ihn das nächste Mal wieder brauchen? Erledigt. Banditen bei Bocklat. Nochmal 500 EP. Ah. Läuft. Ja, den Rest machen wir im nächsten Part. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, mach's gut. Tschüss.